Heute ist der Tag der offenen Tür und ich freue mich sehr, dass wir nach der offiziellen Eröffnung heute die neuen Räumlichkeiten nicht nur sehen und vor allem nicht nur leer sehen, sondern sozusagen in Funktion sehen und erleben können. Die Räumlichkeiten sind jetzt über einen Zeitraum von ungefähr anderthalb Jahren gebaut worden. Jetzt ist es soweit und jetzt war die Überraschung groß, wie es denn jetzt geworden ist und was rausgekommen ist, um den Leuten einfach dieses Konzept zu zeigen, was jetzt auch mit den neuen Räumlichkeiten verfolgt werden soll. Ist es so ein bisschen interaktiver gestaltet und nicht nur, dass man einfach mal durchgeht, sondern auch ein bisschen erleben darf, was es alles so gibt. Wir schaffen hier Raum für Kreativität. Ein Kreativitätsraum mit Methoden, Ansätzen der Kreativität, in denen Mitarbeitende Lösungen finden für die Herausforderungen ihres Alltags. Was wir hier erzwingen, ist eigentlich eine Unterbrechung der Arbeit, der alltäglichen Arbeit, der operativen Arbeit, um zu überlegen, was läuft eigentlich gerade gut und was läuft weniger gut und daraus eine Ableitung zu treffen, wie wir noch besser in der Zusammenarbeit sein können. Ja, ich bin ja nun ein bisschen hier mit für verantwortlich von Seiten der Geschäftsführung, weil wir gesagt haben, wir wollen hier verbinden Arbeit, Begegnung, Kommunikation und ich finde, das ist super gelungen. Gerade der Tag heute zeigt, die Räume funktionieren, wie wir es möchten und ich wünsche mir sehr, dass wir in Zukunft hier Räume haben, wo wirklich Kreativität entsteht, wo ein Miteinander entsteht. Und ein Raum, der ist mir auch nochmal ganz besonders wichtig, dass wir einen Raum genommen haben, der außerhalb jeder Funktionalität steht, das ist unser Raum der Stille. Ich habe mich selbst da schon hingesetzt in aller Ruhe und habe mir den König angeschaut, der dort steht und der mich daran erinnert, dass jeder Mensch eine unverwechselbare Würde hat und die ist der Maßstab für unser Miteinander.